Hallo und herzlich willkommen zurück zu CGN, Climate Generation News. Wir sind Emilia Moon und Jasmin Smith. Heute ist der 18.03.2050 und es gibt schlechte Nachrichten. Der letzte Eisbär, welcher in freier Wildnis lebte, ist gestern leider verstorben. Diese traurigen Nachrichten wurden uns gerade vom Nordpol überliefert. Bereits in den letzten Jahren war der Lebensraum der Eisbären aufgrund steigender Temperaturen stark gefährdet. Trotz etlicher Versuche konnten die Eisbären nicht gerettet werden. Des Weiteren gab es erneute Überschwemmungen in den Niederlanden. Viele Menschen fliehen weiter ins Zentrum des europäischen Kontinents. Diese Menschen haben aufgrund der Überschwemmungen ihren festen Wohnsitz verloren und müssen neu untergebracht werden. Leider gibt es auch Berichte von zahlreichen Todesfällen. Aus dem Mittleren Osten ziehen riesige Menschenmassen aufgrund von Hitzewellen, welche Nahrungs- und Wasserknappheiten hervorrufen, Richtung Norden. Diese Flüchtlingswelle trifft das unvorbereitete Europa schwer. Diese Prognosen könnten zur Realität werden, wenn der aktuelle Kurs nicht geändert wird. Hierzu befragten wir Spezialisten zu den Themen Bauwesen, Mode und Ernährung. Nun im Interview Frau Kaserbacher, die uns Probleme und Lösungen zum Thema Bauwesen schildert. Danke sehr, Frau Solari. Wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, gab es in den letzten Jahren einen enormen Bauboom aufgrund des Wohnungsmangels. Dabei ist der wachsende Sektor des Bauwesens einer der größten Klimaschädlinge unserer Zeit. Zu meiner Seite habe ich zwei Expertinnen im Gebiet des Bauwesens im Zusammenhang mit der Klimaproblematik. Frau Erber, was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme im Bauwesen? Zuerst einmal ist da der enorme Ressourcenverbrauch. Jährlich werden mehrere Milliarden Tonnen Sand für die Produktion von Zement und Beton verwendet. Bei dieser Produktion werden große Mengen an CO2 freigesetzt und Herstellung und Bau im Allgemeinen verbrauchen sehr viel Energie. Im Großen und Ganzen wird also beim Bau von Gebäuden viel zu wenig auf den Umweltschutz geachtet und auch auf den Energieverbrauch. Frau Gahr, was könnte man denn tun, um umweltfreundlicher zu bauen? Zunächst einmal sollte man versuchen, alternative Ressourcen zu verwenden, wie zum Beispiel Holz, Bambus, Lehm oder auch Gestein. Außerdem würde sich die Begrünung von Dächern anbieten, um so mehr Grünflächen für das Klima zu bekommen. Beim Bau von Heizungen sollte man darauf achten, dass sie möglichst klimafreundlich und energieeffizient gebaut werden und auch die Sanierung von alten Häusern wäre sehr sinnvoll. Außerdem könnte die EU gemeinsame Projekte entwickeln, damit man gemeinsam das Bauwesen verbessern kann. Die EU könnte auch Regeln und Normen festlegen, an die sich alle EU-Mitgliedstaaten halten müssen. Doch dafür wäre eine gemeinsame Bau- und Klimapolitik notwendig. Doch es helfen auch schon Kleinigkeiten, die jeder Einzelne vollrichten kann, wie eben zum Beispiel die Begrünung von Dächern, denn jede Kleinigkeit hilft. Danke sehr, Frau Gahr und Frau Erber. Hiermit gebe ich zurück ans Studio. Vielen Dank, Frau Kaserbacher. Auch die Mode- und Kleidungsindustrie haben einen großen Einfluss auf das Klima. Dazu wird uns nun Frau Wallner genauere Informationen darlegen. Gerade junge Menschen haben Spaß an Mode und ziehen sich gerne nach aktuellen Trends und Modebewegungen an. Doch leider steckt hinter diesem Interesse eine Industrie, die viele Probleme mit sich bringt, welche vor allem die Umwelt schwer belasten. Fast Fashion ist das häufigste Geschäftsmodell des Textilhandels. Das Sortiment wird ständig an Trends angepasst. Durch die laufenden Veränderungen des Angebots, den Drang danach, immer das Neueste zu besitzen und die verkürzte Haltbarkeit der billig hergestellten Kleidung kaufen Kunden ständig neue Sachen, obwohl sie diese meist nicht brauchen und den Kauf oft bereuen. Die Herstellung von Kleidung und das Konsumverhalten unserer Gesellschaft belastet die Erde stark. Bei der möglichst billigen Produktion wird der Einfluss auf die Umwelt meist ignoriert. Die Erzeugung von Stoffen benötigt Unmengen an Wasser und stößt massenweise CO2 aus. Die billigen Materialien bestehen aus Plastik und schädlichen Farbstoffen, die nicht nur uns, sondern vor allem der Erde schaden. Die dabei verwendeten Chemikalien werden etwa in Flüsse gekippt, die Lieferwege zu den Geschäften verschmutzen die Luft mit Abgasen. Das sind nur einige Probleme, die die Modeindustrie mit sich bringt. Klar ist, es muss etwas verändert werden. Jeder kann seinen persönlichen Beitrag leisten. Noch viel wichtiger wären aber EU-weite Regelungen, die vor allem die Produktion von Kleidung umweltfreundlich und klimaneutral machen. In diesen könnte etwa die
die sparsame Nutzung von Wasser, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und hochwertigen Stoffen bestimmt werden. Die EU könnte hier Forschungsprojekte fördern, welche neue Materialien erforscht oder bereits nachhaltige Markenförderungen zahlen. Für Kunden wäre noch ein einheitliches Zertifikat zur Erkennung von nachhaltiger Kleidung wichtig. Derzeit gibt es zwar schon einige, wenn es aber ein EU-weites gäbe, würde dieses Verwirrung aus dem Weg schaffen. Der Konsument selbst kann zum Beispiel bei Marken kaufen, die diese Kriterien bereits erfüllen. Secondhand bzw. sogenanntes Thrifting ist eine weitere nachhaltige und vor allem günstigere Option. Hier gibt es viele kleine Shops, aber auch Websites wie Vinted, Depop oder Etsy, die sowohl gebrauchte Kleidung verkaufen und auch neuen kleinen Brands eine Plattform bereitstellen. Wichtig ist, dass man die großen Modekonzerne nicht mehr unterstützt und die Marken, bei denen man gerne einkaufen will, auf Nachhaltigkeit prüft. Dies ist zum Beispiel mit der App Good on You oder unter goodonyou.eco möglich. Auch Ihnen vielen Dank, Frau Wallner, für diesen interessanten Beitrag. Der Fleischkonsum der Europäer ist auf das Dreifache angestiegen. Mehr zu diesen Problemen erfahren wir von Moderator Baumann. Fleisch macht zwar nur 9% unserer gesamten Ernährung aus, verursacht aber 43% der bedingten Treibhausgasemissionen und ist für die Erderwärmung mitverantwortlich. Jährlich werden 18.000 Quadratkilometer des tropischen Regenwaldes abgeholzt. Die Abholzung treibt den Klimawandel voran. Der Schutz der Regenwald ist also nicht nur wichtig für den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch für den Kampf gegen die globale Erwärmung. Hohe Treibhausgasemissionen sind auch auf Lebensmittelabfälle zurückzurufen. Grund dafür sind die Verschwendung von wertvollen Ressourcen wie Wasser und Energie. Für eine bessere Zukunft müssen wir, die EU, unseren Fleischkonsum senken und darauf achten, überwiegend regionale Produkte zu kaufen. Wichtig ist es auch, unsere Lebensmittel zu schätzen und sie nicht zu verschwenden. Besonders tiefgekühlte Lebensmittel erzeugen Treibhausgase. Deswegen sollte man lieber frische als verarbeitete Produkte kaufen. Gemüse und Obst aus dem Freilandanbau spart Energie und Transport. Die EU will bis 2030 die Massentierhaltung abschaffen, sollte sich aber bemühen, dies schon früher durchzusetzen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, die Auswahl an regionalen Produkten am Markt zu vergrößern. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die heutige Berichterstattung konnte Ihnen hoffentlich näher bringen, dass die Zeit zum Handeln jetzt ist. Um etwas zu ändern, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wirtschaft, Politik und auch Einzelpersonen. Unterstützen Sie sich selbst, unterstützen Sie die EU, unterstützen Sie die Welt. Herzlichen Dank, dass Sie bei CGN Climate Generation News eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.